Hallo liebe Hockeyfans, hallo liebe Sportfans. Büdi, ein bewegendes Hockeyjahr liegt hinter uns. Ich bin immer noch ganz geflasht von dem, was da gerade passiert ist beim Männerspiel um Platz 3. Die World League hat uns begeistert und das mit einem deutschen Team, das wir so auch noch nicht erlebt haben. Es war eine Sensation, was die Jungs geleistet haben. Erstmal haben sie sich qualifiziert für dieses Halbfinale, dann leider Halbfinale verloren und dann heute mit 11 Mann, 7 mit Krankheit, mit Fieber auf der Bank und dann einem Torwart, einem zweiten Torwart, der als Feldspieler ran muss, Mark Appel, der macht das Tor gegen Indien. Die hätten es fast noch geschafft, Dritter zu werden. Fantastische Leistung und mit dieser emotionalen Leidenschaft, die die Jungs gezeigt haben, da ist mir nicht bange für nächstes Jahr. Ich habe ja im Sommer, als wir die Jungs in Johannesburg begleitet haben, mit Mark Appel darüber gesprochen, habe ihn gefragt, wie er eigentlich Torhüter geworden ist. Und er hat mir übrigens gesagt, ich war einfach nicht so der sportliche Typ. Und dann habe ich mir gedacht, im Tor muss ich am wenigsten laufen. Jetzt, ein paar Monate später, muss er ordentlich laufen. Also bewegendes Jahr auch für Mark. Bewegend auch für die Damen, ne? Mit Trainerwechseln und allem, was es da gegeben hat. Wie blickst du darauf zurück und auch auf 2018? Was erwartet uns da? Also man hat gesehen, Jamila Mölders hat was Fantastisches aufgebaut bei den deutschen Damen. Das wird jetzt auch wirklich gut übernommen. Und ich bin auch da zuversichtlich, dass die Damen nächstes Jahr Richtung Champions Trophy, aber erstmal natürlich vor allen Dingen für die WM, da eine tolle Mannschaft zusammenstellen werden. Und ehrlich gesagt, ich erwarte zwei oder erhoffe vor allen Dingen auch zwei Medaillen für Deutschland nächstes Jahr, die man dann hier schön bei der Zone sehen kann. Ja, wir sind optimistisch. Wir freuen uns schon auf das, was uns da 2018 im Hockeybereich erwartet. Aber jetzt heißt es natürlich für uns, für euch erstmal Bäumchen schmücken, allen eine schöne Adventszeit. Und wir haben ja in der Weihnachtszeit noch eine ganze Menge anderen Sport mit der Premier League, dem Boxing Day, mit dem Klassiko NBA und NFL. Also ganz viel Spaß auf The Zone und dann 2018 auch wieder mit Hockey. Top Hockey, ja, erwartet uns. Frohes Fest. Frohes Fest.